Als ich 4 war, hat sich meine ältere Schwester bekehrt. Und irgendwie wusste ich, das ist was Gutes und ich wollte das unbedingt auch tun. Aber keiner sah in mein Herz und hat gesehen, dass da oft Eifersucht und Neid war oder Stolz und Hochmut, auch ungehorsam. Und dadurch hat sich auch nach meinem Gebet nichts verändert in meinem Leben. Als Kind und auch als Jugendliche war ich auch öfters krank und hatte auch ganz seltene Viren und Infektionen. Und einmal hatte ich auch ein Virus erwischt und das war nicht lebensbedrohlich zu dem Zeitpunkt, es hätte es aber ziemlich schnell werden können. Und ja, so habe ich mich auch damit auseinandergesetzt, wie es ist, wenn Gott mich jetzt hier von der Erde wegruft, ob ich dann wirklich bereit bin, ihm zu begegnen. So ging ich Sonntag für Sonntag mit zum Gottesdienst und hörte viel aus der Bibel. Und mit der Zeit habe ich auch erkannt, dass ich die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen kann, dass ich ausgeschlossen bin, wie es in Römer 3, Vers 23 auch heißt. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Jedes Jahr fand bei uns in der Gemeinde eine Kinderfreizeit statt und ich durfte da auch immer teilnehmen. Und als ich 13 war, da bin ich schon mit dem festen Entschluss dahin gegangen, in dieser Zeit will ich klare Sache machen mit Jesus. Und in einem einfachen Gebet meine Sünden bekannt, habe Jesus gebeten, mir zu vergeben und ja, ihm einfach die Herrschaft über mein ganzes Leben übergeben. Danach hatte ich wirklich die Gewissheit, jetzt bin ich Gottes Kind. In Johannes 1, Vers 12 steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und diese Gewissheit füllte mein Herz und auch eine große Freude. Es veränderte sich auch einiges in meinem Leben. Ich habe angefangen, ganz bewusst stille Zeit zu machen, die Bibel lesen und auch zu beten. Und besonders in Situationen, wo eine Veränderung stattfinden sollte, wo es um Berufswahl ging oder einfach wichtige Entscheidungen, da habe ich ganz bewusst auch die Bibel gelesen, um nach einer Antwort zu suchen und durfte so auch immer wieder einfach Gottes Wegweisung in meinem Leben erfahren. Ja, als ich dann in der Ausbildung war, habe ich auch schon zum wiederholten Mal, war ich krank und ein Virus hat mich erwischt und es gab sogar Zeiten, da hat auch mein Arzt mich nicht ernst genommen und ja, das war schon schwierig, einfach. Man hat sich nicht gut gefühlt und wird nicht ernst genommen von der Umwelt. Und so dachte ich wirklich darüber nach, was ist, wenn Gott mich jetzt von der Erde wegruft, wenn ja, mein Leben hier ein Ende hat. Und ich wusste einfach, dann bin ich im Himmel bei ihm und eine Gewissheit erfüllte mein Herz. Und ja, ich fühlte mich einfach geborgen. Ja, ich bin so froh, dass ich den Weg mit Jesus bis heute so gehen durfte. Das sind schon bald 20 Jahre und inzwischen bin ich selber Mama und habe 2 kleine Kinder und heute mache ich mir darüber keine Sorgen. Es könnte ja jederzeit wieder irgendetwas sein, aber ich weiß einfach, Gott macht keine Fehler und er bestimmt die Zeit, wann mein Leben hier ein Ende hat.